Vielen Dank für die Einladung, für die Möglichkeit, hier Ihnen ein bisschen was von meinen Überlegungen zum Thema Nachhaltigkeit im Zusammenhang eben mit Erbe, kulturellem Erbe zu erzählen. Das Ganze stammt aus einem Arbeitszusammenhang am Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, einem interdisziplinär kulturwissenschaftlich ausgerichteten Forschungsinstitut hier in Berlin, wo wir in einer Gruppe mit Wissenschaftshistorikern, Soziologen, Juristen, Biologen, Literatur- und Kulturwissenschaftlern uns ziemlich intensiv mit Fragen des Erbes auseinandergesetzt haben, also mit der Frage, was Erbe in diesen verschiedenen Disziplinen überhaupt heißen kann, was es heute auch alles heißen kann. Und die Frage der Nachhaltigkeit ist dort immer mal mit aufgetaucht. Ich werde jetzt in einem ersten Schritt ein bisschen was zu diesem begrifflichen Zusammenhang von Nachhaltigkeit und Erbe sagen und dann ein wenig versuchen einzugehen auf vor allem mit Blick auf die heutige UNESCO-Kulturerbe-Weltkulturerbe-Politik und Programmatik, was dort Kultur und Welt überhaupt heißen kann, mit Blick auf Nachhaltigkeit vor allem. Also Nachhaltigkeit und Erbe. Die World Heritage Konvention der UNESCO von 1972 verpflichtet die Unterzeichnerstaaten zum Folgenden, ich zitiere das kurz: Erfassung, Schutz und Erhaltung in Bestand und Wertigkeit des in seinem, also dem des Staates, seinem Hoheitsgebiet befindlichen Kultur- und Naturerbes sowie seine Weitergabe an künftige Generationen. Also Erbe ist hier ganz eng und überhaupt ja aufs Engste mit dem Begriff der Generationen verbunden. Erbe betrifft also Vorstellungen von intergenerationeller Übertragung und das nicht nur mit Blick auf Kultur, sondern auch mit Blick oder zunächst mal würde man vielleicht sagen, begriffsgeschichtlich mit Blick auf juristische Eigentumsübertragung und auch mit Blick auf die biologische Weitergabe von Eigenschaften oder Anlagen. Also man hat hier eine mindestens dreifache Unterscheidung von Erbe im Recht, Erbe in der Biologie und Erbe im ganz weiten Bereich von kultureller Traditionsbildung. Was heißt dann aber eigentlich Erbe, wenn man von kultureller Tradition und Weitergabe spricht? Man denkt ja oft an sowas wie einen aus der Vergangenheit stammenden Schatz, den man aufzubewahren hat und dann an die notorischen kommenden Generationen weitergeben sollte. Und dahin scheint ja auch die UNESCO-Welterbe-Konvention zu gehen, die ja tatsächlich geradezu einen Imperativ von Erfassung, Schutz und Erhaltung formuliert. Also ein konservatorisches Programm, das aber eben im Abzielen auf die Weitergabe an künftige Generationen auch auf die Zukunft gerichtet ist. Und ich denke, genau hier kommt der Begriff der Nachhaltigkeit ins Spiel, der heute auch in der Kulturpolitik eine zentrale Rolle spielt und eben gerade in jener globalisierten Ausprägung, für die, denke ich, die UNESCO steht. Wobei die UNESCO ja auch auf diesem Panel in der Podiumsdiskussion noch persönlich vertreten sein wird. Das heißt, was ich hier sage, ist einerseits vorgreifend, andererseits auch ein bisschen unvorgreiflich, denn ich bin kein UNESCO-Experte und auch kein sozusagen Heritage-Praktiker, sondern interessiere mich eben tatsächlich vor allem für die konzeptuellen Voraussetzungen und vielleicht auch Komplikationen dieser Redeweise und auch dieser Praktiken vom Erbe. Der frühere Direktor des World Heritage Center der UNESCO, Francesco Bandarin, hat in einem Aufsatz, der vor etlichen Jahren, 10 glaube ich, erschienen ist, einmal von Nachhaltigkeit gesprochen als dem Schlüssel zum Überleben und zur Glaubwürdigkeit des Welterbes. Also Nachhaltigkeit hier tatsächlich programmatisch auf das Weltkulturerbe bezogen. Nachhaltigkeit, das wissen Sie wahrscheinlich ohnehin alle, ist ja ein Begriff, der eigentlich ursprünglich mal aus der Forstwirtschaft stammt, dann einen ökologischen Terminus meinte, also vielleicht eben nicht von vornherein Bunker, Kathedralen, sondern eben tatsächlich eher Kartoffeln, Reis, also weiter wachsendes. Die Idee eben nicht, dass etwas haltbar gemacht werden muss, sondern nachhaltig im Sinne des Nachwachsenden. Also nichts einfach nur weghauen, ohne dafür etwas Neues anzupflanzen.
Dieser Begriff ist aber seit mehreren Jahrzehnten und ich denke vor allem so in den letzten Jahren, vielleicht in den letzten 10 Jahren, unglaublich gewandert, hat sich unglaublich ausgedehnt, wird heute oft ja geradezu als ein Synonym verstanden für so etwas wie Generationengerechtigkeit, also Vorhalten von Ressourcen für kommende Generationen, und hat damit eine sehr hohe Evidenz und auch eine gewisse Natürlichkeit gewonnen, also als ob das sich von selbst versteht, dass man so handeln und so Politik machen muss. Und ich glaube, aus dieser vermeintlichen Selbstverständlichkeit speist sich eben gerade auch Nachhaltigkeit als kulturpolitische Formel für Sicherstellung, Bewahrung, Weitergabe an künftige Generationen. Also Nachhaltigkeit mit Blick auf kulturelles Erbe, einerseits explizit vergangenheitsbezogen in Form einer Aufforderung zum Erhalt, andererseits in die Zukunft gerichtet und zwar, das ist glaube ich sehr wichtig, in eine maximal weite Zukunft. So formuliert es jedenfalls Bandarin in diesem bereits kurz erwähnten Artikel, also tatsächlich eine sehr offizielle Positionsbestimmung der UNESCO. Wenn man, so heißt es dort, vom konservatorischen Erhalt des Erbes spricht, dann denkt man, und jetzt zitiere ich in deutscher Übersetzung, per Definitionem langfristig, nicht für 1 oder 2 Jahre, sondern für immer. So heißt es dort. Und dieser zeitliche Imperativ ist ja nun nicht unproblematisch. Schutz für immer. Ja, das hieße ja, dass dem zu schützenden und zu bewahrenden Erbe ein sehr weitgehendes Recht nicht nur an der eigenen Gegenwart, sondern auch an allen zukünftigen Gegenwarten eingeräumt wird. Und genau in dieser begrifflichen Allianz von Erbe, Nachhaltigkeit, Überleben, Konservieren für immer offenbart sich doch ein ziemlich eigentümliches, für uns alle aber, glaube ich, sehr effektives Zeitregime einer, wie man vielleicht sagen könnte, konservatorischen Futurisierung. Damit in gewisser Weise ja doch auch einer sehr konservativen Futurisierung. Und wenn hier von Überleben des Welterbes die Rede ist bei Francesco Bandarin, dann nähert sich dieses Überleben ja in ganz auffälliger Weise dem ewigen Leben, also aufbewahren in eine grenzenlose Zukunft hinein. Ich glaube, dass im Unterschied zu solchen maximalen Bestimmungen von Zukünftigkeit der Sinn des Konzepts Erbe aber eigentlich gerade darin liegt, den Befehl einer grenzenlosen Konservierung nicht als zweifelsfrei zu verstehen, sondern eigentlich gerade das Diskontinuierliche, die Brüche, den Streit zu betonen und das tatsächlich im entschiedenen Rekurs auf juristische, ökonomische und damit auch ganz alltägliche Verständnisse von Erbe. Denn wie Sie wissen, ums Erbe gibt es eigentlich immer Streit oder jedenfalls wird es dadurch gerade kulturell, literarisch, erzählerisch interessant, dass es nicht einfach glatt läuft. Selbst wenn es glatt läuft, der entscheidende Punkt für einen Erbfall ist ja die, könnte man sagen, maximale Diskontinuität, nämlich jemand muss gestorben sein, damit es überhaupt was zu erben gibt. So jedenfalls in der juristischen Version. Und die Frage ist, die ich ein bisschen jetzt weiterführen möchte oder auf die ich vielleicht gerade am Ende auch nochmal zu sprechen komme, wie es denn mit dem kulturellen Erbe und vielleicht auch gerade dem Welterbe aussieht, von was für einer Art von Diskontinuität, von was für einer Art von Todesfall man vielleicht hier ausgehen müsste, damit es etwas zu erben gibt oder wie und warum denn ansonsten vom Erbe überhaupt die Rede ist. Ich glaube, ein sehr wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang und für die Arbeit der UNESCO ein ganz zentraler Punkt, der sie einfach auch so wichtig macht, ist der Umstand, dass Erbe oft erst im Moment der Bedrohung oder des Verlustes als Erbe empfunden wird. Ein furchtbar schlagendes Beispiel sind die Buddha-Statuen in Bamidjan, die ja erst mit dem Moment ihrer Zerstörung in das Welterbe aufgenommen wurden. Und zwar kennzeichnenderweise und aber irgendwie auch irritierenderweise sofort in die Liste des gefährdeten Welterbes aufgenommen wurden. Das heißt, es hat sie gar nicht in Heil gegeben als Erbe, sodass sie dann durch Verfall, Zerstörung, wie auch immer, gefährdet worden wären, sondern sie sind erst als Zerstörte aufgenommen worden, dann aber als gefährdet klassifiziert.
das wirft aus der Negation heraus das gesamte Problem des materiellen, monumentalen, unveränderlichen im Erbe auf. Es ist natürlich nicht das Einzige, worum es geht bei der UNESCO, und ich werde gleich auf ein ganz anders geartetes Programm zu sprechen kommen, aber die klassische Welterbekonvention von 1972 verzeichnet ja schon im weitesten Sinne Monumente, kulturelle und natürliche. In diesem Zusammenhang ist, glaube ich, sehr wichtig, auf eine zentrale Idee des modernen Monumenten, des modernen Denkmalschutzes hinzuweisen, formuliert von De Hio und Riegel um 1900, das Schlagwort konservieren, nicht restaurieren, also gegen den falschen Historismus des 19. Jahrhunderts, das, was da ist, erhalten. Dann weitergeführt in der Charta von Venedig in den 1960er Jahren mit dem in dieselbe Richtung gehörenden, aber noch etwas verschärfteren Schlagwort, Ruinen müssen erhalten werden. Also nichts wieder zurückbauen, sondern die Ruine als Ruine monumentalisieren, zum Denkmal erheben. Und das gilt ja selbst für solche Fälle heute, in denen dann doch restauriert wird, jedenfalls wenn es auf elaborierte Art und Weise geschieht. Nur auf ein Beispiel hinzuweisen, die Dresdner Frauenkirche, also ein Wiederaufbau, mit dem ja die Nichtexistenz eines Gebäudes, die jahrzehntelange Nichtexistenz eines Gebäudes gleichsam wieder ungeschehen gemacht wurde. Und so ja die oft getroffene Beschreibung, vielleicht auch Empfindung, dass hier ein zerstörtes Stadtbild, eine Silhouette wieder geheilt worden wäre. Das ist, ich sage es natürlich gleich nochmal explizit dazu, kein Fall von UNESCO-Welterbe, aber es ist ein Fall von dann doch ambitioniertem Ruinenbau. Es gibt nämlich in der besagten Charta von Venedig, also der Denkmalschutzcharta schlechthin, einem Vorläuferdokument zur UNESCO-Welterbekonvention, eine Klausel, nach der der Wiederaufbau von Ruinen dann eben doch erlaubt ist. Und diese Klausel ist mit dem Begriff der Anastylose verbunden, also Wiedervereinen der zerstreuten Bestandteile, nämlich so, dass man das, was in einem in einer Ruine oder vielleicht auch nur in einem Trümmerhaufen lag, wenn man es denn richtig orten kann, wieder in ein ganzes Gebäude einfügen kann. Und wie die meisten von Ihnen ja vermutlich auch aus eigener Anschauung wissen, ist genau das mit der Frauenkirche in Dresden ja passiert. Ja, also die Steine, die noch da waren im Trümmerhaufen, konnten in ihrem ursprünglichen Zusammenhang im Gebäude geortet, verortet, wieder eingeordnet werden und sind als solche eben auch kenntlich. Trotzdem gibt es, denke ich, ein Problem mit dem Schwerpunkt auf Denkmalschutz, auf materielle Erhaltung von Monumenten. Und genau dieses Problem hat die UNESCO, denke ich, sehr genau gesehen, als sie vor 10 Jahren eines ihrer mehreren Nebenprogramme startete, nämlich Intangible Cultural Heritage, immateriell, wie man es übersetzen könnte, intangible, eine analoge Liste zu der des Natur- und Kulturwelterbes, aber eben eine Liste, auf der keine Monumente und keine Orte verzeichnet sind, sondern mündliche, theatralische, musikalische Überlieferungen, Festkulturen, Rituale, traditionelles Wissen, Handwerk, also ein Erbe, das nicht in einzelnen Städten verortbar ist und, so formuliert es die entsprechende Konvention der UNESCO, dass die treibende Kraft unserer kulturellen Vielfalt ist und eine Garantie für, und da ist sie wieder, nachhaltige Entwicklung. Also das immaterielle, das intangible Erbe ist gerade das, was eine nachhaltige Entwicklung befördern soll. Ich finde die Semantik dieses Schlüsselworts intangible aber doch auf eine komplizierte und vielleicht nicht so einfache Weise interessant. Intangible, also tangere, berühren, man könnte auch sagen unberührbares Erbe, und das kann natürlich zum einen heißen, dass man es nicht berühren kann, weil es immateriell ist, kann man nicht anfassen, kann aber natürlich auch heißen, und ich denke, das heißt es auch nicht von ungefähr,
gleichzeitig, man darf es nicht berühren, weil es in gewisser Weise tabu ist. Und es ist zumindest in diesem Zusammenhang wichtig, darauf hinzuweisen, dass auch bei diesem Intangible-Erbe die selbstgestellte Aufgabe der UNESCO im Erhalt, in der Sicherstellung liegt. Also die Flüchtigkeit und Variabilität dieses immateriellen Erbes haben in gewisser Weise zurückzustehen gegen den Imperativ der unverfälschten Erhaltung. Und dafür scheint mir sehr charakteristisch, dass die UNESCO zusammen mit der Verkündung dieses Programms Immaterielles Erbe sofort eine Liste der Meisterwerke aufgestellt hat. Meisterwerke des mündlichen und immateriellen Erbes der Menschheit. Ein Meisterwerk ist vielleicht nicht zunächst das, was man bearbeitet, verändert, mit dem man auf weiter wachsende, produktive Weise umgeht. Ich denke jedenfalls, der Begriff tendiert auch in eine andere Richtung. Und es gibt ganz interessante, gerade auch ethnologische Untersuchungen zu dem, was passiert, wenn ein Ritual, ein Brauchtum, etwas, was Leute einfach so machen oder aus traditionellen Gründen machen, weil es schon seit Jahrzehnten oder vielleicht länger in ihrer Gegend praktiziert wird, was die machen, wenn plötzlich sagen, ein Erbestempel drauf ist. Eine Untersuchung eines Ethnologen, der einen Karneval in Belgien, in einer belgischen Kleinstadt untersucht hat, fällt mir in dem Zusammenhang ein, wo dieser Ethnologe selbst gefragt wurde, was sollen wir denn jetzt machen? Können Sie uns nicht sagen, wie wir uns verhalten sollen? Der hat natürlich sich das alles interessiert angeguckt und genau diese Frage gleich mitnotiert. Die konkrete Frage lautete nämlich, wie authentisch muss dieser Karneval bleiben, zu dessen Regeln es eigentlich gehört, dass nur Eingeborene, sage ich jetzt mal, dieser belgischen Kleinstadt, Leute, die dort geboren sind, an den Karnevalsvereinen sich beteiligen dürfen. Es gab einen Zwiespalt. Die eine Partei in dieser Karnevalsvereinsgruppe sagte, jetzt, wo wir Welterbe sind, müssen wir uns doch öffnen. Wir machen das ohnehin schon. Bei uns sind auch Leute dabei, die gerade erst aus Italien, Frankreich, sonst woher eingewandert sind. Die andere Gruppe sagte, nein, jetzt, wo wir Welterbe sind, müssen wir erst recht darauf achten, dass wir unsere eigenen Regeln maximal gründlich einhalten. Und in diesem Zwiespalt hätte man sich vermutlich nicht, jedenfalls nicht in der Weise befunden, wenn nicht dieser Schutzmechanismus oder dieser Erhaltungsmechanismus des Erbes eingetreten wäre. Auch hier ist es aber natürlich wichtig, dass es oft gerade im Interesse der Akteure liegt, diesen Erhalt, diesen Schutz zu aktivieren, wenn Sie zum Beispiel an Bestrebungen denken, das deutsche Stadttheatersystem in dieser Liste des immateriellen Erbes unterzubringen. Auch hier eben wieder im Moment einer empfundenen Gefährdung. Ja. Wenn das erstmal geschützt ist, dann darf man kein Stadttheater mehr zumachen oder keine Sparte an einem Stadttheater mehr einsparen, denn sonst kommt die UNESCO. Also das ist offenbar ja die Logik oder der Gedankengang dahinter. Ein paar Worte noch zur Welt oder vielleicht allgemeiner zur Räumlichkeit des Welterbes. Was heißt hier überhaupt Erbe, beziehungsweise wo fängt das Erbe an und wo hört es auf? Es gibt ein sehr interessantes Wertkriterium, das die UNESCO verwendet, nämlich das des herausragenden Wertes, Outstanding Universal Value. Und diese Bestimmung des Herausragenden, des Hervorragenden ist im Einzelfall gar nicht so einfach und auch das produziert interessante Probleme, bei denen, denke ich, auch wiederum das gesamte Konzept von Erbe und Erhalt und damit auch von Nachhaltigkeit zur Debatte steht. Ein Beispiel dafür ist der Limes, also die Überreste der römischen Grenzbefestigungen, jedenfalls die, also diese Städte, diese Linie, an der das Römische Reich irgendwie mit seinen eigenen Grenzen operiert hat. Ein internationales Welterbe in verschiedenen Ländern vorhanden, in Südwestdeutschland, aber auch in Nordengland und in Schottland.
Vor allem die deutschen Limes-Stätten sind deswegen interessant, weil sie fast unsichtbar sind. Man sieht da, wo es eigentlich drauf ankommt, fast nichts, sondern eher eine Bodenwelle oder eine kleine Erhebung oder eine Vertiefung. Es ist ein Bodendenkmal, diesen Begriff gibt es ja auch. Das, was man noch sieht, sind zum Großteil historistische Rekonstruktionen des 19. Jahrhunderts. Auch diese Rekonstruktionen, diese historistischen Rekonstruktionen, also etwas, was eigentlich nach modernem Denkmalschutz falsch ist, sind aber zum Teil, gehören sie zu dieser Welterbestätte des Limes. Und hier wird dann eine ziemlich verschlungene kasuistische Argumentation verwendet, die letztlich darauf hinausläuft, so sagten es die Prüforganisationen, die im Jahr 2005 dafür votierten, letztlich diesen Limes als Welterbestätte aufzunehmen, die darauf hinauslaufen, dass eine zeitliche und zugleich eine räumliche Unterscheidung getroffen wird. Nämlich alles das, was vor der Gründungscharta des modernen Denkmalschutzes errichtet wurde, vor der Charta von Venedig, vor 1965, ist noch schützenswert, weil dann doch historisch interessant, auch wenn es sich um historistische Fehler handelt, also das Kastell Saalburg zum Beispiel, ein wilhelminisches Pseudokastell, gehört zum Welterbe, weil historisch interessanter Fehler. Alles das, was danach gekommen ist, nach 1965, gehört nicht dazu. Das heißt, man hat also das Moment, in dem man eine offizielle Erkenntnis zum Thema Denkmalschutz getroffen hat, diesen Moment hat man als Schwelle genommen, an dem die Denkmalwürdigkeit der Nachbauten aufhört. Und ganz explizit heißt es dann in dem Bericht der Prüforganisation oder in dem Votum der Prüforganisation, dass alle weiteren Rekonstruktionen, die etwa noch anzustellen wären, diese Welterbestätte gefährden würden. Dass also ein Risiko einer Gefährdung bis hin zur Zerstörung dann drohen würde. Und was passiert, wenn die Bedrohung zu groß wird? Auch das kennt man ja aus der Tagespresse und aus teilweise langjährigen Diskussionen. Was dann passiert ist, die Stätte wird von der Liste gestrichen, kommt zunächst mal auf die Gefährdungsliste und wird dann gestrichen. Berühmtes Beispiel Dresdner Elbtal. Eine Brücke wird gebaut, die ziemlich weit entfernt ist von der Dresdner Altstadt, dem vorhin erwähnten Panorama, die aber das Gesamt dieses Elbtals zerstört, so die Argumentation. Und damit, weil hier etwas Neues gebaut wird, wird der Erbestatus aberkannt. Und dieses Problem des Ausschlusses aus dem Erbe, also die Unterscheidung von Nicht-Erbe im Erbe, stellt meiner Ansicht nach nochmal besonders das Konzept Erbe insgesamt in Frage. Also es wäre überhaupt erst einmal zu klären, durch welche Art von erblicher Übertragung das Weltkulturerbe überhaupt zustande kommt. Zum Schluss will ich noch einmal kurz eingehen auf die spezifische Prognostik, auf das spezifische Zukunftsdenken, das meiner Meinung nach im Zusammenhang von kulturellem Erbe und Nachhaltigkeit entsteht. Man könnte das grammatisch, denke ich, ganz gut mit dem Modell des Futur 2 bestimmen, also eine immer schon vollendete Zukunft mit starker Tendenz zur selbsterfüllenden Prophezeiung. Also die jeweils gegenwärtige Zukunftsplanung, das, was wir heute als nachhaltig und erhaltenswert bestimmen, soll vorwegnehmen, wie kommende Generationen mit ihrer dann Vergangenheit umgehen werden. Also wie sie das aufnehmen werden, was ihnen hinterlassen wird. Und das heißt, ich gehe natürlich von dieser rhetorisch starken Formel für immer aus, die ich am Anfang zitiert habe, und weiß sehr wohl, dass das pragmatisch nicht alles ist, was man zu diesem Thema sagen kann, aber programmatisch denke ich schon. Das heißt, dass das Rezeptionsverhalten kommender Generationen in gewisser Weise festgelegt wird. Es werden Handlungsanweisungen festgelegt, wie zukünftige Generationen mit dem umzugehen haben, was wir ihnen hinterlassen. Also eine künftige kulturelle Weltgesellschaft als
Erbengemeinschaft, könnte man sagen. Und das ist, glaube ich, ein wesentliches Problem, nicht nur von Denkmalpflege, Brauchtumspflege, lässt sich auch nicht auf Kulturpolitik im engeren Verständnis beschränken, sondern ist tatsächlich eine Frage, wie man Nachhaltigkeit überhaupt verstehen möchte. In was für eine prognostische Qualität der Begriff Nachhaltigkeit hat. Also Nachhaltigkeit und Vorwissen. Ich denke, was die Erkennbarkeit von Zukunft überhaupt betrifft, lässt sich die Idee der Nachhaltigkeit als ein Versuch verstehen, einer essentiellen Ungewissheit entgegenzuarbeiten, dass man nämlich schlicht und einfach nicht weiß, wie die Zukunft wird. Also Zukunftserkenntnis muss natürlich in irgendeiner Weise, in einer wie auch immer emphatischen und starken Weise ergebnisoffen sein, zukünftige Zufälligkeiten in Rechnung stellen. Die sind aber eigentlich in der heutigen Begrifflichkeit von Generationengerechtigkeit, Nachhaltigkeit, jedenfalls programmatisch nicht besonders stark. Und was die Zeitlichkeit von Zukunft betrifft, könnte man vielleicht sagen, es geht hier doch um eine Art der Vergangenheitsrepräsentation und Erhaltung, die zum Teil geradezu auf eine Stillstellung der historischen Zeit hinauszulaufen scheint. Also wenn man sagt, wie in dem erwähnten Beispiel, Veränderungen bis 65 sind okay, 1965. Was danach kommt, führt zumindest zum Ausschluss aus der Erbeliste. Also wenn einmal die Erbpflege begonnen hat, soll das historische Vergehen der Zeit in gewisser Weise aufhören. Und diese Art des Verfügens über Zeit, über zukünftige Zeit, aus einer Logik der Gegenwart heraus, hat, denke ich, sehr stark testamentarischen Charakter. Ja, so macht man ja Testamente. Ich sage jetzt, was mit meinem Nachlass einmal passieren soll. Das heißt, ein solches Testament betrifft Veränderungen, die möglicherweise einmal von zukünftigen Generationen drohen könnten, die man aber in gewisser Weise doch ausschließen möchte. Und damit unterwirft man die kommenden Generationen einem Zeitregime der Nachhaltigkeit, das aber eben ein heutiges Zeitregime ist, über dessen zukünftige Wirksamkeit keine verlässlichen Aussagen gemacht werden können. Vielen Dank.